sich diese Session nun angeschaut haben, ist die spannende Frage, was ist für Sie persönlich Glück? Nehmen Sie sich etwas Zeit, ungefähr 10 Minuten, einen Stift, einen Zettel und schreiben Sie die für Sie wesentlichen Kriterien auf. Nachdem Sie sie aufgeschrieben haben, schauen Sie Ihre Kriterien an. Sind das Kriterien, die eher schon vorhanden sind, oder sind das Kriterien, die Sie in Zukunft oder Bedingungen, die Sie in Zukunft noch erreichen wollen? Was von diesen Kategorien ist individuumsbezogen, also für jeden vielleicht unterschiedlich oder für jeden ganz besonders? Und was von diesen Kategorien hat einen gesellschaftlichen Hintergrund? Also wie viel Gesellschaft brauchen wir, um glücklich zu sein? Welche gesellschaftlichen Bedingungen brauchen wir vielleicht, um sagen zu können, dass wir glücklich sind? Wenn Sie den ersten Teil dieser Aufgabe abgeschlossen haben, dann nehmen Sie Ihre Ideen und begeben Sie sich in eine kleine Befragung oder in eine kleine Interviewsituation. Gehen Sie auf die Straße und fragen Sie verschiedene Leute danach, was ist für Sie persönlich Glück? Und achten Sie darauf, dass Sie alte und junge Männer und Frauen, Personen mit und ohne Migrationshintergrund befragen. Fragen Sie 5 bis 10 Personen und schauen Sie, was dabei rauskommt. Vergleichen Sie mit Ihren eigenen Ergebnissen und vielleicht finden Sie Aspekte wieder, die Sie selber für sich definiert haben. Vielleicht bekommen Sie aber auch ganz andere und neue Ideen, an die Sie so noch gar nicht gedacht haben. Wenn Sie Ihre kleine Befragung nun abgeschlossen haben, bin ich natürlich sehr interessiert und gespannt, was Sie an Ergebnissen erzielt haben. Nehmen Sie deshalb Ihre Ergebnisse, Ihre eigenen und die aus der Befragung und schauen Sie, ob es Kategorien gibt. Also gibt es Punkte, die immer wieder auftauchen oder gibt es Punkte, die völlig überraschend und nicht vorhersehbar waren. Schreiben Sie dann Ihre Ergebnisse in unserem Diskussionsforum auf, vielleicht in Stichpunkten 5 bis 10 Aspekte und ich werde diese gerne dann nochmal aufgreifend und zusammenfassend in der Diskussion hier mit Ihnen diskutieren.